Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Wir sind hier immer noch in der Nähe von Deggendorf in Bayern und wir sind ja auf unserer Arbeitstour. Für uns geht es jetzt gleich los. Unser Hänger steht da oben, den müssen wir gleich noch ankoppeln und dann fahren wir zur tschechischen Grenze. Da haben wir ein bisschen was zu tun und dann geht's ab in den Süden und da wird es sehr interessant, denn da soll es sehr, sehr schön sein. Das wissen wir, da waren wir nämlich vor ein paar Monaten schon und das ist eigentlich bisher in Deutschland einer unserer Lieblingsgegenden und da freuen wir uns persönlich sehr drauf. Seit einigen Wochen fahren wir jetzt mit diesem Anhänger durch die Gegend, quer durch Deutschland und verteilen in den Rossmann-Drogeriemärkten neue Hygieneschutzwände. Wir montieren die alten ab und bringen unsere neuen dran. Dieser Job kam gerade in der Corona-Zeit uns sehr gelegen, denn somit hatten wir einen beruflichen, triftigen Grund, durch Deutschland reisen zu können und gleichzeitig haben wir natürlich ein bisschen Geld dabei verdienen können. Nicht zum Übernachten, ist ja klar. Wo stand das her? Da steht ja nur von 5 bis 22 Uhr. Ah. Ja, da müssen wir wieder zurück. Oh, schade. Aber echt cool wäre das. Echt unfair, dass jetzt zur Corona-Zeit all diese also dass so Wanderparkplätze geschlossen sind, erleben wir jetzt wirklich zum ersten Mal. Das ist sonst noch nicht vorgekommen. Schade. Also alles wieder zurück. Ja, Freunde, wie ihr gesehen habt, wir sind jetzt angekommen. Wir sind hier fast an dem Ort, wo wir eigentlich hin wollten. Nur halt nicht ganz, aber trotzdem ein sehr, sehr schönes Plätzchen. Was? Sollen sie gucken? Wo? Aus dem Fenster. Wo? In den Autos? Ja. Sollen sie doch gucken. Mein Gott, so ist das halt hier. Ja, und ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal, ob man hier überhaupt stehen kann. Und morgen zeigen wir euch mal ein bisschen mehr. Nur für Nacht- und Dauerparke. Dauerparke sind wir nicht unbedingt, aber Nachtparke. Und hier steht auch ein ziemlich cooles Expeditionsmobil, würde ich sagen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das hier funktioniert. Mit irgendeiner App. Habt ihr ja schon gesehen, ne? Tomate Mozzarella Auflauf. Auflauf. Der Aufluf. Aufluf. Ja, wir haben seit Weihnachten diesen Omnia. Und seitdem sind wir verliebt. Super zufrieden damit. Das Ding macht Sachen. Oh, herrlich. Einfach nur der herrlich. Da geht dem Dennis glatt einer ab. Ja, nicht nur mir, oder? Hätte ich einen, würde er mir abgehen. Okay. Lassen wir mal so stehen. Ja, jetzt, was hast du uns kreiert? Sag doch mal kurz ein paar also, Worte. Also das sind hier so Macaroni, oh ne. Naja, Macaroni, ja, Tomaten-Mozzarella-Auflauf. Ach, haben wir ja schon gesagt. Entschuldige, ich bin... Du bist so abgelenkt von dem geilen Scheiß. Ja, oder von der geilen Frau. Ja, mit meinem Schlafi und der dicken Jogginghose. Ja, ich finde dich da so besonders. Was hast du heute zu mir gesagt? Wie so eine Harzmuddi sehe ich aus da drin. Ja, du hättest dich heute Morgen mal sehen müssen. Danke. Tatsächlich bist du genau so ausgestiegen. Ja, wie eine Harzmuddi. Nur, dass dein Gesicht und Kopf noch ein bisschen verschlafen waren. Danke für dieses Kompliment. Ich weiß es sehr zu schätzen.
Ich hab's lieb. Ja, ich auch. Oh Leute, mir läuft das Wasser irgendwie zusammen. Das sieht so lecker aus. Das ist auch lecker. Ich habe schon heimlich probiert. Hast du? Ja. Oh, geiler, geiler, geiler Scheiß. Ja, Leute, wir werden jetzt erstmal futtern. Also ich würde sagen, wir lassen es uns jetzt erstmal schmecken und melden uns morgen wieder zu Wort, zeigen euch mal, wo wir hier stehen. Und in diesem Sinne, haut rein. Ich brauche nicht zu erwähnen, wie sehr ich das genossen habe, aber worauf ich mich auch die ganze Zeit sehr gefreut habe, ist im eiskalten Wasserbad. Fühlt sich gut an? Es fühlt sich scheiße an. Echt? Ruf mal Kiran zu dir. Alter! Du bist richtig rot. Gib mir ein Handtuch. Dazu kann ich nur sagen, es war wirklich verdammt kalt, aber im Nachhinein hat es saugut getan. Und somit war unser Trip eigentlich schon am Ende und dann sind wir in Richtung Heimat gefahren, haben unseren Anhänger abgegeben. Und dann geht es für uns schon wieder los auf unsere Tour. Für uns geht es jetzt nächste Woche in Richtung Belgien. Vorher haben wir noch mal ein bisschen was zu arbeiten. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst einen Kommentar da und einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten bis dann.